Homer ist noch ganz Benjamin, hat er doch von Bart einen Dornenböden und Grapefruits jetzt geschenkt bekommen und will nun jetzt aus diesen leckeren Sachen mit Bart zusammen eine Grapefruit-Sahnetorte machen. Bart kann es noch kaum fassen, will Homer ihn doch nicht von den Grapefruits naschen lassen, wenn man da mal nicht vergisst, dass Bart doch gerne frische Grapefruits isst. Homer es auch nicht bestreitet, schnell wurden die Grapefruits und ein halber Liter Pudding mit Sahnegeschmack zubereitet. Man kann auch nicht verweilen, muss man dann durch den Pudding und die Grapefruitstücke gleichmäßig auf dem Tortenboden da verteilen. Ist der Pudding auf dem Tortenboden kalt, schlägt man dann die Sahne halt. Homer hat sein Ziel erreicht, wenn er die Sahne auf der Torte streicht. Man tut es dann auch nicht bereuen, tut man noch Schokoraspel auf der Torte streuen. Marge und Lisa geben genau darauf Acht, wie Homer so die Torte macht und lassen sich immer wieder aufs Neue von Homers Backkünsten überraschen, wenn sie dann von Homers Torten naschen. Nur was wäre dann zur Osterfeier eine Grapefruit-Sahnetorte ohne bunte Ostereier? Und Homer müsste die Torte noch verzieren und dort die Torte mit bunten Ostereiern dekorieren. Homer bekommt einen Riesenappetit, wenn er die leckere Grapefruit-Sahnetorte jetzt so sieht und schneidet auch gleich die Torte an, damit er ein Stück Torte essen kann. Auch Marge und Lisa haben Glück und bekommen von der Torte beide da ein großes Stück. Wie man schon vermuten tut, schmeckt die Grapefruit-Sahnetorte auch sehr gut. Und alle sind jetzt fasziniert, hat Homer doch wieder ein neues Tortenrezept ausprobiert. Homer stellt nun fest, dass eine Grapefruit-Sahnetorte sehr lecker ist und sich ganz schnell und einfach zubereiten lässt. Homer tut jetzt kund, frische Grapefruits sind sehr gesund und isst jetzt etwas schneller, sieht er doch schon das nächste Stück Grapefruit-Sahnetorte da auf seinem Teller. Homer wird nun bange, denn die Torte hält nicht lange, sollte man dann nicht vergessen, wenn alle jetzt noch ein Stück Torte essen. Homer bedauert es halt sehr, denn wenn Marge, Lisa und Bart jetzt noch ein Stück Torte essen, hat er keine Torte mehr und kann es gar nicht fassen, will Marge, Lisa und Bart, wenn dann die Torte aufgegessen ist, Homer wieder ein neues Tortenrezept ausprobieren lassen. Homer will die Zeit jetzt nutzen und will den Rest der Grapefruit-Sahnetorte noch verputzen, weil ihm halt die Torte schmeckt und er dabei den Geschmack der Grapefruit-Sahnetorte entdeckt.